Hallo zusammen, ihr wisst, ich mache Kühlschränke, ich mache auch Klimaanlagen und das Klimaanlagenthema auf Wohnmobilen und Wohnwagen 12 Volt kommt immer wieder und ich frage immer, wo kriegt ihr die Energie her? Behandeln wir das ein bisschen später. Das ist jetzt, die einen sagen, die erste Klimaanlage auf 12 Volt von Indel. Es ist nicht ganz richtig, aber diese Klimaanlage hat, ich sag mal, einen vernünftigen Preis und ich sag mal auch eine vernünftige Leistung. Ursprünglich ist diese Klimaanlage gebaut auf LKWs. Für Führerhäuser von LKWs, wenn sie im Stand stehen, wenn sie nachts schlafen, dass sie den Motor nicht laufen lassen müssen und so ihre Fahrerkabine ein Stück runterkühlen. Aus diesem Grund, diese Klimaanlage, da steht zwar ganz frech drauf, 12 Volt, aber es ist an sich eine 24 Volt Klimaanlage. Ich habe die hier unten, hat 6 Schrauben, die habe ich schon mal gelöst. Dann kann ich den Deckel anheben von dieser Klimaanlage. Wir sehen, das Teil ist, entfällt mir der Name, das ist wie Styropor, aber wesentlich stabiler. Es gibt auch Transportboxen aus diesem Material. Es ist relativ leicht und durch das hat die ganze Klimaanlage nur 25 Kilogramm Gesamtgewicht. Wir können auch hier diesen oberen Teil, das ist eigentlich die Abschirmung gegen unten, weil das Teil ist ja dann eigentlich im Fahrzeug drin. Das können wir auch aufmachen. Und dieser Kompressor, der hier drin ist, ist ein 24 Volt Kompressor. Also wenn wir uns die Klimaanlage hier von oben her anschauen, wir sehen, hier ist der Kompressor, das ist ein Rollkolbenverdichter. Und wir sehen, das ist auch ein Samsung, also nicht irgendwie ein Spielzeug. Der hat 3 Phasen. Wir haben hier den Hacker. Und wenn man dann genau nachschaut, geht das Kabel hier auf diesen Spannungsverdoppler. Oder DC-DC-Konverter. Und wenn wir das Kabel nach vorn gehen, haben wir hier diesen Stecker hier. Hier speisen wir ein über 12 Volt, fahren hier hinten auf dieses Teil, also diesen Spannungsverdoppler oder DC-DC-Konverter und fahren damit dann auf den Kompressor. Der Ventilator, wenn wir uns das anschauen, das ist dann ein 12 Volt und der Innenventilator, der Außenventilator, der sitzt hier unten. Das ist auch ein Spal, also die Ventilatoren kommen beide von Spal. Also auch eine namhafte Firma. Vorwiegend stark im Automotivsektor. Und diese sind dann 12 Volt. In der Originalanlage ohne diesen Spannungsverdoppler ist das natürlich dann 24 Volt. Hier habe ich die ganze Regelung. Das Teil hier, also hier kommt die Luft an sich hoch durch diese 2 Löcher, durch den Kühler durch. Da haben wir hier innen drin eine Tropfschale, man sieht ein bisschen, und dann die Luft hier und wieder runter. Also die Luft wird hier durch diese Gitter hier angesaugt, zirkuliert hier hoch. Auf der Seite kommt die Luft auch hier an diesem Spannungsverdoppler durch hier hoch und wird dann hier hinten über diesen Ventilator ausgeblasen. Die Angaben sind 42 Amperestunden Strom. Braucht diese Klimaanlage, wenn sie läuft. Im automatischen Betrieb braucht sie weniger, dann schaltet sie ein und aus und ein und aus. Nur dann könnte ich auch eine schwächere Klimaanlage kaufen. Wir gehen davon aus, wenn das nicht in der Kabine drin ist vom LKW, die isoliert ist, die nur 2,50 Meter Außenbreite hat, mal 2 Meter Tiefe und 2 Meter Höhe,
sondern ihr wollt mehr klimatisieren, dann läuft die sowieso durch und im LKW läuft sie auch fast durch. Wenn wir jetzt annehmen, ihr kühlt darunter 42 Amperestunden Strom auf 12 Volt, dann ist so eine 100 Amperestunden Batterie innerhalb von 2 Stunden leer genuckelt. Diesen Strom müsst ihr dann wieder reinkriegen, ob über Solar oder über einen laufenden Motor oder sonst irgendwie. Ja, das ist die ganze Klimaanlage, technisch gut aufgebaut, einfach aufgebaut, funktioniert durch das Kunststoffgehäuse hier natürlich sehr leicht. Was es dazu gibt, im Lieferumfang ist hier solch eine Schablone drauf. Das heißt, zum Loch zu machen in der Decke. Also von dem her ganz okay. Weiter haben wir einen Dichtungssatz. Der ist zum Abdichten vom Loch rundherum und zwischendrin. Dann kommt diese Abdeckung dazu. Die wird dann, also das Loch wird geschnitten, Klimaanlage obendrauf, noch ein Gegenspannrahmen zum Anschrauben, zeige ich euch nachher. Und dann kommt die Abdeckung unten hin. Hier mit dem Bedienelement, wir haben nur Minimum, Maximum, wirklich eine einfache Klimaanlage. Dann ist dieser Rahmen, also die Klimaanlage wird oben aufs Loch aufgesetzt und mit diesem Rahmen so rum gegengespannt, also im Wohnmobildach reingeklemmt. Dann haben wir Fernbedienung und Betriebsanleitung. Wir haben hier einen Verlängerungsrahmen, den man dann einsetzt, um die Distanz für die Luftzirkulation zu überbrücken, von außen gegen innen. Und wir haben einen fetten Kabelsatz, den direkt auf die Batterie verdrahten. Also das heißt, nicht irgendwo über den Verteilkasten und so weiter, sondern direkt auf die Batterie. Wir haben eine Sicherung dazwischen, aber direkt anschließen, was ihr machen könnt, noch einen separaten Hauptschalter, so einen NATO-Knochen, aber nicht irgendwo über den Verteiler laufen lassen. Ja, das ist diese Klimaanlage, ich sag mal, wenn man eine Klimaanlage braucht, so ein Teil aufs Dach, wenn ihr die Stromversorgung gelöst habt, also das Ding braucht Strom, das ist nicht nur ein kleiner Kühlschrank, sondern eben eine 100 Amperestunden Batterie ist in 2 Stunden leer genuckelt, also da fließen auch dementsprechend etwa 50 Ampere, durch das dicke Kabel, das dicke Kabel muss sein. Jetzt kommt immer das große Thema Preis. Intel ist ja der größte Hersteller in Europa für 12 Volt Kühlgeräte. Das wissen die meisten nicht. Und wenn ihr einen LKW habt oder einen LKW bedient, Intel ist da Marktführer, beliefert praktisch alle LKWs mit Kühlschränken und somit natürlich auch die Dachklimaanlagen auf den LKWs. Meistens dann in 24 Volt. Also wir reden hier von einem namhaften Hersteller, Kompressor ist Samsung, Komponenten sind Ventilatoren sind Spal, also auch sehr starker Partner im Automotivsektor. Es ist eine Schale gegossen, schön leicht, durch das die Robustheit ist ein anderes Thema, wie weit das hält, aber ich denke, wir haben aus dem gleichen Material Transportboxen für die Gastronomie und das hält. Jetzt ist das Thema der Preis. Der Preis von so einer Klimaanlage, die wird so angeboten zwischen 2000 Franken oder 2000 Euro. Das wird dann, findet ihr im Internet, ist überhaupt kein Thema, ihr könnt euch Raum suchen. Dann Lieferbarkeit. Ich weiß, in Italien sind genügend am Lager. Ich bin selber alle 2 bis 3 Monate bei Intel persönlich.
weil ich mich da schon seit Jahren rumtreibe, komme ich auch ein bisschen ins Lager rein. Und jetzt im Anfang März war das Lager pumpenvoll mit solchen Klimaanlagen. Wir selber haben, ich sag mal, keine solchen Klimaanlagen am Lager, weil es ist nicht unser Hauptbusiness. Wir können das bei Indel besorgen. Wir haben jeden Monat einen Transport circa von Indel hierher, weil wir beziehen andere Komponenten von Indel. Und wenn ich jetzt euch sage, wir bieten euch das Teil an für 1800 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer hier ab Schlatt, abgeholt oder wir verschicken, es ist dann eine kleine Europalette oder fast eine Europalette, schicken euch das zu, kostet was. Aber wir haben sie nicht am Lager und wenn ich sage, wenn ihr jetzt bestellt, 1800 Franken innerhalb von spätestens 2 Monaten habt ihr die. Also heißt jetzt ist April, Anfang April, Ende Mai habt ihr diese Klimaanlage. Das ist noch nicht Klimaanlagenwetter, aber es reicht für den Einbau, dass ihr für die Sommerferien solch eine Klimaanlage habt. Wenn ihr das Video natürlich zu einem späteren Zeitpunkt schaut, ist das genau gleich, wie die Preisstabilität da ist, weil das ist... Ihr findet unten im Videobeschrieb den Link auf unseren Shop, da könnt ihr es bestellen, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben und so weiter, ist auch kein Thema. Aber eben, wir haben die Teile offiziell nicht am Lager, Maximum 2 Monate Lieferfrist, es kann auch sein, dass es nur eine Woche geht, aber ich sage lieber 2 Monate und ich kann dann in 6 Wochen liefern. Wenn ich sage, es geht 4 Wochen und ich kann dann, weil es gerade dumm geht, in 6 Wochen liefern. Ja, das ist zu dieser Aircon-Klimaanlage. Ich habe schon viele Klimaanlagen gesehen, wirklich interessantes Teil, Preis ist okay. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag.